am 29.01.1930 geboren, und zwar in Kaplitz. Ja, wir haben eine Landwirtschaft daheim gehabt. Dort habe ich meine Jugendzeit verbracht, meine Schule und so weiter. Vater sagte, ich gehe von hier nicht weg, vom Haus, ich lass mich vertreiben. Da sind wir nach Obholz gekommen und da sagte man zu uns, das war bei Nacht, ja, da, wir können nicht hinüber, da ist die Grenze so stark bewacht und so weiter. Jetzt haben wir umgedreht und sind nach Migulz. Ne? Dort haben wir einen deutschen Bauern gefragt, ob wir nicht hier bleiben können bis in die nächste Nacht. Dann gehen wir in der nächsten Nacht. In der kommenden Nacht sind wir dann rüber und da hat dieser Bauer, wo die Pferde waren, wo wir waren, Fahrrad hatte ich auch, ne, das lässt hier und geht zuerst hinüber nach Leopoldschlag und dann kommt zurück und holt diese Pferde und das. Wir sind hier rüber gegangen, wir kamen in Leopoldschlag an, also Dr. Müller, wir kamen an, ich hatte nur einen Rucksack, ne? Den habe ich dort und dann hieß es, ja, wer geht zurück und holt die Pferde. Ne? Und da sind wir drei so Burschen, ja, wir gehen, ne? Und wir sind auch gegangen. Und da wurden wir von diesen Bauern, wo das eingestellt war, der hieß Steinhauser. Und dieser hat uns verraten. Er machte uns wir haben angeklopft und ja, und so weiter und so weiter. Das war so ungefähr 12 Uhr Nacht. Ne? Und der hat uns verraten. Und als er das Tor aufmachte, standen drei tschechische Soldaten mit jeder in der Hand eine Pistole und wir waren verhaftet.